Han Showdown hat einen Hunter, der dem Butcher nachempfunden ist, zwei, die wie Scrapbeak aussehen, zwei, die an Roger erinnern und jetzt auch noch ein Assassin-Jünger, The Cowl, die Kutte. Der kommt mit neuen Wurfmessern und einer Cracked Bayonet, sind beides Waffen, die ich nicht nutze, aber auch einem Bogen und hey, den mag ich. Bogen und Katana, das ist ja eh mein neues Lieblings-Loadout. Und jetzt stellt euch vor, da springt euch so ein Typ ins Gesicht, den ihr vorher noch nie gesehen habt, denn zum Zeitpunkt dieses Videos gab es das DLC noch nicht. Und dann säbelt er euch weg und macht danach einen auf Boss. Als Crytek-Partner kriege ich die DLCs immer ein paar Tage früher und habe dann übrigens auch immer ein paar Keys übrig, die ich dann auf Twitch verlose. Also beim nächsten DLC schaut gerne mal vorbei, vielleicht gewinnt er einen. Jetzt bin ich also als The Cowl unterwegs und habe entsprechend auch den neuen Bogen und das Katana dabei. Den Boss habe ich zwar schon verpasst, aber es gibt ja auch noch Roger in dem Match. Also schaue ich mal, wo die Dame wohl wohnt. Irgendwo da unten in der Ecke wird sie sein. Aber als ich mich dahin auf den Weg mache, kommt mir so ein Ästeknacker in die Quere. Stirb doch bitte endlich. Der ist aber solo. Ja, das ja. Der ist Kumpels da über ihm. Hinter mir meine ich. Ja. Hat er denn jetzt am Ende gesehen, wo es herkommt? Beide die gleiche Idee gehabt, aber ich glaube nicht, dass der Bogenschütze das war. Der hat ja immer noch seinen Bogen in der Hand. Ah, oder er hat so Granatpfeile gehabt. Bin ich ja nie mit, deshalb vergesse ich immer das andere. Das manchmal machen. Sehe noch gar nicht erst. Ja gut, oder hat ihn halt direkt nach dem Werfen wieder in die Hand genommen. Den Wurf habe ich nämlich auch nicht gehört. Oh, Pferde in der Nähe. Ist aber noch weit gekommen, ein gutes Slowdown. Ah, keine Granatpfeile. Ja, gut, dann hat er halt doch direkt nach der Granate wieder auf den Bogen gewechselt. Ja, einen würde ich schon anzünden wollen, glaube ich. Mal gucken, was es hier. Ob es hier einen Brandkäfer gibt. Tatsächlich. Stehe ich hier sehr blöd, aber. Sicher ist sicher. Hat aber auch ein paar Pfeile gefressen, der hier. Der liegt aber auch noch. Viel Armbrust, viel eher. So, was machen die denn da oben? Muss ich mich jetzt eigentlich schnell noch hinbewegen.
Bin ich noch bei dem Wagen vorbei. Ja. Ja, jetzt Ausdauer rein. Oder lieber so. Die Ausdauer gegebenenfalls für Roger aufheben. Oh nein. Naja, vielleicht doch die Ausdauer. Heilen Sie mich! Danke! Früher! Lassen Sie mich! Aber wenn da so viel geschossen wird, muss ich hin. Aber ich. Habe ich Packmule? Ja. Dann ist die Frage, wo ich mir gleich auch noch die Heilungsspritze rein. Ja, es wird ja bei Zeiten wird hier gekämpft. Es kann natürlich sein, dass hier gar nichts mehr zu holen ist. Hier ist gar nichts mehr zu holen. Na gut, das schon noch. Jetzt mal schnell noch in den Keller. Ach, die sind schon weg. Hä? Aber wir schießen da noch. Sad. John Wiggler. Hä? Da oben schießt noch wer. Mal gucken, ob ich da noch wen abstauben kann. Roger läuft mir ja erstmal nicht weg. Die ist da unten, habe ich gesagt. Ah, sowas finde ich immer irritierend. Wenn da so Teams rumfighten und das Bounty halt einfach rausspaziert. Verstehe ich nicht. Jetzt dürfte gerne wieder Ashblumen einsetzen. Wenn ich da sneaky rankomme. Ach komm. Den brauche ich vielleicht später noch. Aber es geht halt nicht. Hinterm Gebäude. Was liegt hier? Da trappeln sie auf der Treppe rum. Ist jetzt hier die Haupttür aufgegangen oder oben? Da ist er rein. Zu wem gehört er? Also einer hat. Brauche ich nicht checken. Einer hat Fanning und eine Signalpistole. Ist auf ihm. Ja, das hat er nicht gehört da hinten. Ich hoffe, dass ich immer. Und wenn da einer direkt anzündet, dann ist der bestimmt solo und da jetzt fertig. Dann kommt er hier vielleicht nochmal zum Wagen.
Ich habe aber auch nur noch 5 Minuten, bis Roger durch ist. Bis die Ausdauer durch ist. Will ich Roger machen. Die fighten aber noch. Fighten die noch? Dem geht's noch ganz gut dabei. Oh, ich sitze jetzt hier halt blöd. Stirb doch mal. Ja, dann halt du. Damit. Ah. Muss gehen. Jo. Wollte ich gerade gehen, dann wird das hier doch noch eine Runde. Ah, Pfeil im Kopf. Oh. Der Dolch. Mit Dumm-Dumm sogar. Die würde ich wohl nehmen. Zumal ich glaube, dass die Runde jetzt dann auch gelaufen ist. Komm mal, schnell hier dann Popeldynamit ins Wasser. Denn ich will gar nicht mal so gerne Geld looten. Sondern lieber sondern lieber Zeug. Vielleicht eine Ausdauerspritze. Na gut. Hatte ich kurz die Auswahl. Bei drei Größen von Dynamit. Zum Glück die richtige gewählt. Ah, das wäre fast noch ins Auge gegangen. Hier, das kleine schmeißen wir auch noch weg. Wäre fast ins Auge gegangen. Also das mit dem Explosive Crossbow und dann fächert der da noch hinterher. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den dann noch panisch gelootet habe. Ging es ja gut. Und der Regen Shot, der hätte das schon geregelt. So habe ich halt jetzt einmal Final Gasp verschwendet. Und krieg jetzt auch nur noch eine Marke zurück, wenn ich Roger noch kille. Das war jetzt also ein bisschen Doom. Dafür dann aber mit Doom in der Griffin zu Roger hin. Und weil ich ja noch ein mächtiges Badaboom übrig hatte, ging die Dame auch ganz fix selbst ohne Ausdauerspritze. Denn das nochmal als Tipp zum Schluss. Fräulein Rottenmeier taucht ja manchmal einfach nur so auf und wenn ihr sie dann mit einem gut getimten Bundle oder gar Big Bundle bewerft, ist sie direkt Handtasche. Handtasche. Versteht ihr?
So, da habe ich jetzt aber tatsächlich meinen Großteil der Kills auch wirklich mit der Waffe auf dem Thumbnail gemacht. Lobet mich! Und ich lobe euch derweil fürs Zuschauen, Abonnieren, Daumen nach oben geben und Kommentare dalassen. Das habt ihr fein gemacht. Lob! Ihr seid also die Besten. Ich bin der Fabian. Bis zum nächsten Mal. Ciao.